So, herzlich willkommen zurück zu einem kleinen, aber feinen Let's Play. Hallo. Sieht besser aus. Beziehungsweise das hier. So, wir wollen. Was wollen wir eigentlich? Erstmal das hier. Wir wollen mal ein bisschen in der Weltgeschichte mal ein bisschen rumgucken. Ich könnte mal kurz gucken hier. Also das wird jetzt eine Folge ohne Sinn und Zweck. Ich guck einfach mal ein bisschen rumgucken hier, was auf meinen Servern abgeht. Das war falsch. Sollte es sein. Mir ist nämlich letztens aufgefallen, wie fucking leistungsstark der neue Laptop ist. Also, er ist vor allen Dingen nicht der Laptop als solches, aber vor allen Dingen halt das mit der SSD. Dass der jetzt halt eine SSD hat, macht sich in manchen Sachen halt echt krass bemerkbar. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in dem Haus von Walker bin, in dem Haus von Ronix bin, also von unserem Let's Play. Und ich einfach mal mir nichts, dir nichts hier runterspringe. Es war nicht gecached. Der Server war zwischenzeitlich, also hat zwischenzeitlich neu gestartet. Es war also dieser spezielle Bereich des Tunnels war nicht im Cache vom Rechner, also im Lesecache von Linux oder im Cache von Mytest oder sonst irgendwie was. Und trotzdem konnte ich runterfallen, ohne zwischenzeitlich stecken zu bleiben, weil er nachladen musste. So fucking schnell kann jetzt mittlerweile einfach laden. Das ist schon, das, ne, das ist schon, das kann man. Es kann einem schon ein bisschen Lächeln aufs Gesicht zaubern, wenn man das mal so sieht. Ich meine, ich bin jetzt hier gerade 1500 Blöcke tief gefallen. Und man hat gemerkt, am Ende, ja, da war teilweise, da war er wirklich mit dem Laden gerade so noch schnell genug. Ja, aber es ist einfach krass, wie viel Power oder wie viele Reserven an Power jetzt der Laptop, meine Mytest-Server jetzt gerade hat. Ich glaube, jetzt, also jetzt abgesehen vom Internet jetzt, vom Laptop an sich, würde jetzt wahrscheinlich einfach, Alter, was ist denn hier alles für Zeug drin? Könnte er mittlerweile echt eine ganze Menge an Spielern aushalten, ohne in die Knie zu gehen. Was bei der Laptop halt wirklich leider noch ein Problem ist, ne, gerade angesprochen, der Arbeitsspeicher, weil er halt leider nur 4 GB hat und wie gesagt auch nicht aufrüstbar ist. Das heißt, das ist jetzt bei dem Laptop, bei dem Ultrabook tatsächlich das schlimmste Übel, dass der halt tatsächlich echt klein ist. Ich meine, klar, als der Laptop rauskam, 2010 oder sowas. Da war natürlich 4 GB Stand der Technik, also für Komplettgeräte, wenn man die gekauft hat. Da war es halt Standard. Ist halt mittlerweile auch schon 10 Jahre her. Aber da merkt man halt gerade so, also wie sagt mein alter Mytest-Laptop, ne, der hat ja auch nur 4 GB Arbeitsspeicher gehabt. Aber der war halt insgesamt so schwach, dass das nicht aufgefallen ist. Der jetzige Laptop, der ist halt so leistungsstark, dass halt der Arbeitsspeicher wirklich der, ja, wirklich der Bottleneck ist, und zwar mit Abstand. Die CPU ist halt krass schnell für meinen Test, viel zu schnell. Festplatte ist eine SSD, ist auch für meinen Test mehr als man jemals brauchen wird. Aber halt der Arbeitsspeicher ist nur normal. Ja, dementsprechend quasi beim Laptop das Schlechteste gerade. Und gerade wenn man jetzt so wie ich halt fünf richtige Server drauf laufen hat, da laufen auch noch andere Server drauf. Also insgesamt laufen da gerade sieben, nee, acht. Sieben oder acht?
Meine fünf, denn der von Harry, der von Monika, also meiner Mutter, und dann läuft auch noch mein Trash? Nee, nee. Nee, okay, also sieben Server laufen da gerade drauf. Und gerade Harrys Server braucht halt relativ viele Ressourcen. Mein Creative Server braucht auch extrem viele Ressourcen. Und da ist halt 4 GB schon das, wo er anfängt, dann ab und zu mal auszulagern. Was natürlich auch nicht schlimm ist, weil durch die SSD ist das Aus- und Einlagern halt so schnell, dass auch das den nicht in die Knie bringt. Aber das Problem ist halt, dass das Auslagern halt, wie gesagt, auf die Lebensdauer der SSD drückt. Und das ist etwas, wo ich dann doch schon so ein bisschen Bauchgrummeln habe. Das nicht so geil ist. Ich brauche eine Schippe hier. Ja, Ronny, genial. Was bist du denn? Achso, Mithril. Digga, ich spiele schon so lange kein Minecraft mehr regelmäßig, dass ich selbst hier die ganzen Sachen nicht mehr auswendig weiß. Also ich meine, jetzt wo ich es gerade gelesen habe, ja, klar, Mithril, was und was, aber dass ich gerade ernsthaft nachgucken musste, was das ist, ist schon ein bisschen traurig. Warum ist hier eigentlich so dunkel in Berlin? Ach, so schön viele Ressourcen. Wobei, ich will jetzt hier nichts abbauen, weil das hier ist ja unsere Let's Play-Gegend. Dann klaue ich dem Ronny dem Ronix noch seine Ware hier. Ja, das gibt er doch gar nicht. Hier ist eine große freie Gegend. Aber ich muss ja auch aufpassen, weil es ja mittlerweile wieder Monster gibt. Habe ich eigentlich nur Rüstung? Ja, Admin-Rüstung. Ja klar, muss ich ja haben, weil ich bin ja hier gerade runtergefallen, ohne dass ich Schaden bekommen habe. Das wäre ohne Rüstung so nicht möglich. Würde ich jetzt mal behaupten. Hübsch, hübsch. Habe ich hier gerade. Oh, ich habe F8 aktiv. Ach so. Weil ich hier gerade mit dem falschen Spiel spiele, kann das sein? Ja, ist gar nicht Record. Das ist Record. Oh, der Rico. Der falsch. Doch, richtig. Ach so, aber nicht Ronix. Obwohl, ihr könnt immer wieder ein bisschen als Ronix spielen. Mal gucken, was bei dem eigentlich so abgeht. Brauche ich aber ein anderes Passwort. Passt. Lalalala. So. Was machen wir hier unten? Bäh. Unser Inventar ist ja leer. Wow, aber 2 Stöcke haben wir. Sehr schön. Genau, hier ist alles direkt. Sehr gut. Das muss ich mal jetzt gucken hier. Was haben wir gemacht? Was können wir hier? Ach so, ja klar, unsere Türen hier. Ah, hä? Flugmodus aktiv, was ist hier los? Unsere vollautomatischen, halt mal die Klappe hier, unsere vollautomatischen Türen. Nice. Stöcker. Ich habe kein Fast. Oh, tatsächlich. Mein Let's Play-Account hat kein Fast-Privileg, ich glaub's ja. Was ist hier drin? Achso, unser ganzer Stuff. Stöcker hatte ich. Lass mich raten. Hier war Geröll drin. Nein. Scheiße. Dann war Geröll da oben drin. Ja, doch, genau. Zumindest ist hier Geröll mit drin. So, hier müssen unsere ganzen Wertsachen drin gewesen sein. Mehr oder weniger. Ach so, ich dachte, die ganze Nahrung ist oben. Scheiße. Ah, hier, nee, hier sind die ganzen. Ah. Okay. Ich habe keine Ahnung mehr, wo hier was liegt. Dann müsst ihr Holz hier mit reingehören, ne? Ja, genau. Da. Sehr schön. Genau, hier ist Pflanzenzeug, Dingsgedöns. Haben wir eigentlich noch unsere ganzen Tiere? Die waren noch hier irgendwo drin, oder? Nee. Da sowieso nicht. Das ganze Uran. Ach hier, ah, eine Kühlschrank, sehr schön. Weil die könnten wir jetzt mittlerweile wieder freilassen. Die Tiermut ist ja wieder aktiv. Und ich habe doch bis jetzt zur Zeit also in letzter Zeit keine Abstürze mehr gehabt. Das heißt, die Tiermut scheint so endlich mal zu funktionieren. Ne? Ich bin jetzt auch in letzter Zeit wieder ein paar Tieren begegnet. Aber wie gesagt, Abstürze oder sowas hatte ich keine mehr.
Das heißt, ich könnte eigentlich die ganzen Tiere wieder rauslassen in die Freiheit. Was schon sehr geil ist. Was schon echt ein bisschen geil ist. So, wir können natürlich jetzt auch die Folge wieder mit voll kreativen Abbauen aller Sachen hier verbringen. Das ist das, was alle mögen. Feldarbeit. Siehst du, hier könnte man solche Mates einsetzen. Weißt du? Gut, also jetzt hier nicht, weil hier ist halt, ne, die würde halt von einem Feld zum anderen Feld einfach laufen und dann außerdem würde hier sie sowieso komplett verschwinden, weil hier auch gar kein Zaun drumherum ist. Aber wir haben ja da hinten unsere großen Felder und die haben wir ja auch einzeln eingezäunt. Ich meine, gut, nicht komplett einzeln, manche Sachen sind ja mehrfach platziert. Aber das können wir noch ein bisschen umändern, weil ich meine, die meisten Sachen, die wir hiervon haben, brauchen wir sowieso nicht. Ne? Seien wir mal ehrlich, nutzen wir eh nie. Manche Sachen wachsen hier auch nicht, das ist beides das Gleiche. Warum wächst das und das nicht? Hä? Hier genau das Gleiche. Hier wächst das, hier nicht. Was ist denn hier los? Bö. Okay. Was ist mit dem Server los? Das heißt, wir könnten durchaus sagen, okay, wir machen nicht mehr hier so vieles, sondern bloß noch so ein paar Sachen. Und dann wirklich pro Zaunumrandung eine Sache und dann jeweils auch eine so eine Maid. Und dann immer gib ihm. Das wäre doch gar nicht mal so schlecht, oder? Aber das Ganze geht leider nicht. Also zumindest vorerst. Wer weiß, vielleicht reagiert ja der Typi auf meine Request im Forum da. Das wäre halt geil, weil die Mod ist schon cool. Und privat werde ich sie auch auf jeden Fall benutzen. Von daher wäre es mir halt ganz lieb, wenn ich die auch auf meinen Servern benutzen kann. Ah, siehst du, da war ein Tier. Da war ein Tier. Tier. Oh, komm her. Ich habe kein Messer dabei. Scheiße. Los. Handverkloppung. Boom, ja. Chuck-a-chan. Okay. Das war gerade sein Sterbetanz. Einmal im Kreis drehen. Geil. Ja, Züge gibt es irgendwie auch keine mehr. Oh, da kann man jetzt gucken, vielleicht heißt es auch mittlerweile einfach nur anders. Ja. Mir ist nämlich letztens aufgefallen, als ich meinen Server gestartet habe, mein Creative Server, den einen Tag, und am Spawn rumgelaufen bin. Da jetzt die ganze Zeit, während ich hier am Spawn war. Oh, jetzt. Stromverschwendung. So, Rechner ausschalten. Waren die Züge nicht mehr da, sondern stattdessen waren nur so eine kleine Felder auf dem Boden mit hier sollte ein Zug gestanden haben. Tut aber nicht. Weil die neue Advanced Train Mod die Züge nicht mehr beinhaltet. Also entweder sind die Züge zwar noch drinne, aber aus irgendeinem Grund funktionieren die auf meinem Server nicht mehr nach dem Update. Oder aber die haben die Züge wirklich extrahiert und man braucht es für die Züge noch eine separate Mod. Weil, wie man sieht, die Züge sind alle weg. Und als sie noch da waren, kam immer bei uns, kamen hier immer so eine roten Meldungen mit bla bla bla, Zug wurde nicht gefunden, bla bla bla, Zug wurde nicht gefunden, bla bla bla, Zug gibt's nicht mehr und bla bla bla, ich habe deine Mutter gefickt. Ja, war nicht so geil. Können wir direkt mal nachgucken, weil wir gerade sowieso ein bisschen rumgeistern. Advanced Train. Mein Test. Klingt doch geil. Ach, die haben sogar eine eigene Webseite. Nice. A small collection of different trains. Passengers see the train catalog. Almost realistic train. Laboratory. Leitestversion 2.2.1. Tun wir das mal verifizieren. Aktuelle Mod ist 2. Okay. Das heißt, das Ding hier ist tatsächlich relativ aktuell. Dann sollte das Ding hier also tatsächlich stimmen. Hier sollten also Züge mit enthalten sein. Die Frage ist, warum ist das dann nicht? Ah, gut. Wir schauen einfach mal direkt in die Ordnerstruktur rein. Vielleicht sehen wir da ja was. Meintest. Home, Home, Ubuntu, my test, my test.
Server 3, mein Test, World, Creative, World Mods, Advanced Trains. Trains, Intellect, Animation, Train Tracks. Genau, das sind die Gleise als solches. Aber jetzt kein Ordner mehr mit den Zügen. Warte mal kurz. Habe ich eine lokale Kopie? Müsste ich eigentlich haben. Die Frage ist, wie aktuell ist diese? Nee, habe ich nicht. Scheiße. Dann gucken wir mal ganz kurz bei GitHub rein, bei den Files. Nö, sieht nicht so aus, als wenn da noch irgendwelche Züge mit dabei wären. Weichenhebel? Wow. Ich mag immer diese Mods, wo irgendwelche deutschen Namen verwendet werden. Ich meine, klar, ich bin Deutscher, aber eben, ich, aber alles andere ist Englisch. Old Models. Machen wir mal anders. Ich brauche mal eine Kopie von dieser Mod. Komm mal her. So. Das kann ein bisschen dauern. Sehr geil, das Ganze. So ungefähr. Dann machen wir mal eine kleine Mod. Kleine Welt. Bitte einmal mein Test. Wo ist mein Test? Mein Test. Da. Achso. Nehmen wir auch noch World Edit mit rein und Advanced Trains. So, hast du irgendwelche Abhängigkeiten? Nö. Sehr schön. Spiel laden. Autsch. Okay, wait a second. Ist ja Advanced Trains gar nicht drin. Ach klar, ist ja auch im World-Ort, World. Brr, im World Mods Ordner drin. Das heißt, da wird sowieso alles geladen. Aber warum kann denn meine lokale Kopie die Mod nicht laden, obwohl mein Server damit wohl doch offensichtlich klarkommt? Weg. Nein. Verstehe ich jetzt nicht? Okay, schmeißen wir euch einfach mal raus hier. So.
Gibt Züge. Also es gibt zumindest ein Rad. Aber keine Züge. Aber wie komme ich denn bitte schon an Züge ran? Weil ich hätte ja auch, da standmäßig Züge mit drin sind. Oder ist es jetzt wirklich, dass man sie halt, dass es zwar welche gibt, aber man sie noch, doch nochmal separat runterladen muss? A small collection of tips from Turn, lalalala. Ah, stimmt, hier steht nur, dass es diese zwar gibt, aber nicht, dass sie da standardmäßig auch mit drin sind. Also, du willst wohl sie, also ab jetzt wirklich scheinbar manuell downloaden. Das ist natürlich schade. Die Frage ist, wo ist die Liste? Katalog, will die presented? Ja, und wo ist dieser Katalog? Achso, hier. Okay. BBÖ. Sieht ja sehr interessant aus. Ui. Also sieht schon mal nicht schlecht aus. So manche Sachen. Oh, die nehme ich. Japan for life. Digga. Beste Firma, wo es gibt. Japan Railways East. Schönes Ding. Also die nehme ich sowas von nicht. So. Nice, Alter. Krass, finde ich korrekt. Orient Express? Nein. Rocket? Okay. Ja, alles andere sieht hier eher nicht so geil aus, ne? Up to Version 9, Container Transfer Packed with. Ist Trends unknown? Ah, da haben wir die. Okay, also ja, das ist das Paket, was wir jetzt runterladen müssen. Hier wären die ganzen Züge drin, die auch früher direkt bei Advanced Trains mit drin waren. Das ist ja interessant. More Trains. Okay. Trains. More Trains are mod packs that add the runways of Trains. There are several mods included in this package, each with a theme. More Trains Basic on the Industrial. Japan! Oh mein Gott! Okay, ich glaube, wir haben unsere. Wir nehmen More Trains Japan und wir nehmen Railways East 231er. Also andere brauchen wir nicht. ATC war für die ganze Signalkacke, ne? Brauchen wir auch nicht. Nö, ich würde mal sagen, wir gucken nochmal durch hier. Das, nee, nicht wirklich. Das könnten wir nehmen, ja. Die Frage ist, will ich das vermischen? Weil wenn ich jetzt wirklich hier die ganzen Japan-Züge nehme und dann auch noch welche aus New York, ich weiß nicht. Macht das Sinn? Nö, ich glaube, wir bleiben mal hier bei den beiden. Lalala, Smorgon Fork ist also hosted by the mod was made by Mysterious, a Japanese author, lalala. The version is available on GitHub, a bit of development. Has been done, Smorgon. To add more distinct icon and a nice set of motors and sounds. Ui, okay, dann nehmen wir doch die Version. Klingt interessant. Du kannst weg und du kannst weg. Modpack. Ja. Beziehungsweise nein, ich mach's richtig. Ich lasse die Seite mal ganz kurz offen. Weil ich will ja auch, dass hier automatisch geupdatet werden kann. Und damit das funktioniert, muss ich das bei meinem Skript mit hinzufügen. Und dann wollten wir haben More Trains, und zwar die Japan-Variante mit dem Shinkansen. Und wo ist das Ding gehostet? More Trains Japanese Shinkansen Train replaced by default Japanese Train. Achso, ja, das Ding. Was total hässlich aussah. Also das Ding, das war ja nun wirklich total kacke. Sah alles nicht so geil aus. Die Frage ist, wo ist das Ding? Wo ist das Ding gehostet? Backup, up, so, gibt es irgendwie einen Link dazu oder sowas? Da muss es doch irgendwie einen Link zu irgendwas geben.
kann man denn die Sache downloaden? Wo ist GitHub? GitHub for life? For life? Vielleicht, wenn ich auf Mod Trains als solches gehe, wenn ich hierauf gehe, habe ich denn hier Sachen? Ja, da haben wir es doch. So. Schau mal, ob wir da einen Link zu GitHub bekommen. Vor allem, ob wir dann wirklich die Sachen auch getrennt voneinander downloaden können. Das wäre nämlich echt geil. Gibt es hier kein GitHub? Scheinbar nicht, ne. Gibt es kein GitHub? Oder ist das hier GitHub kompatibel? Ja, doch, ist GitHub. Also, es sieht zumindest GitHub kompatibel aus. Gut, aber es ist halt ein Oberordner. Das heißt, wir können Mortrains Japan nicht separat downloaden. Und das ist natürlich schade. Das ist natürlich. Ich meine, wir können die Sachen, auch die Sachen einfach so downloaden und dann laufen die halt nicht über das automatische Update-Skript mit. Müssen wir mal gucken. Gut, ich meine, die Motive scheinbar sowieso nicht mehr geupdatet. Letzte Update war 13 Monate her. Also mehr als ein Jahr. Ich würde mal sagen, wir downloaden die Sachen einfach als ZIP-Datei und klatschen die so mit rein. Drauf geschieselt. So, dann machen wir mal hier 8 Megabyte, oh mein Gott, das ist ja total verrückt, ist das ja. Ist aber hier habe ich nämlich so ein Init-Skript und so ein Update-Skript. Und normalerweise laufen hier fast alle Sachen über dieses Update-Skript. Das heißt, ich brauche einfach nur dieses Update-Skript aufrufen. Und all diese schönen Mods, die ihr hier seht, werden automatisch geupdatet. Halt über Git-Protokoll, ne? Und ja, das wäre halt schön. Aber dann eben nicht. So, jetzt muss ich noch ganz kurz in meinen Download-Ordner gehen, da aber auch ein paar Sachen drin sind, machen wir kurz die Pause. So. Sonst kommt direkt der Jugendschutz und hier, wobei, ist nicht Jugendschutz, sondern ist eher, naja, lassen wir das einfach mal. Lassen wir das einfach mal. Wo seid ihr denn jetzt? Ach, da. Da und da. Na, la, 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 sehr schön, sehr schön. So, okay. Dann bitte einmal entpacken. Du kommst da rein. Und die Frage, sind die voneinander abhängig? Advanced Trains Tracks und InnetLib. Advanced Train Tracks ist ja in der Standard Advanced Trains Mod mit drin, das heißt, ansonsten hängt das Ding von nichts ab. Cool, kann ich die Dinge also so direkt mitnehmen. Nice! So, dann starten wir mal kurz den Server neu. Ja. Das Problem ist halt bei dem Mindtest Server, bei dem Creative Server, dauert halt auch der Neustart so lange. Relativ lange, einfach weil der Server halt so scheiße riesig groß ist. Also jetzt nicht von der Weltkarte, die ist ja unabhängig, aber einfach von dem Umfang an Mods. Das Ding braucht halt einfach ewig zum Neustarten. Ich meine, der geht jetzt auch schneller als früher, ja. Aber es dauert trotzdem scheiße lange. Das finde ich auch ein bisschen schade, dass halt mein Test so single-threaded ausgerichtet ist, ne? Weil man sieht ja hier, von dem Laptop ist gerade mal ein einziger Kern ausgelastet. Wo ich mir so denke, Junge, ist doch sowieso Lua. Warum parallelisierst du die Scheiße nicht einfach? Da kannst du 4 Jobs gleichzeitig ausführen. Ich meine, in den MyTest-Sachen hast du ja sowieso diese Dependencies drin. Das heißt, du weißt doch sowieso, was voneinander abhängig ist. Du kannst also super aufgrund dessen einen Strukturbaum erstellen und die Sachen, die du parallelisieren kannst, dann auch parallel ausführen. Warum nicht?
Wäre zu einfach. Wahrscheinlich. Das Einzige, was bei dem Ultrabook ein bisschen schade ist, ist, guckt mal hier. Das Ultrabook wird halt leider wirklich immer sehr warm. Gut, liegt vielleicht jetzt auch daran, wie es da steht, dass es nicht so viel Freiheit hat, wobei ich extra schon so aufgestellt habe, dass das Ding relativ frei Luft zirkulieren kann, also sich frische Luft ziehen kann. Aber halt der Lüfter, der regelt halt so extrem spät erst hoch. Ich meine, klar, ne, das war so die Zeit der Laptops, wo die Laptops möglichst leise sein sollten, wo man einen Laptop am besten nicht hören dürfte. Und sobald man einen Laptop auch irgendwie annähernd hören konnte, war das direkt ein Grund, den Laptop zurückzugeben. Und dementsprechend haben damals die Hersteller halt gesagt, okay, dann setzen wir die CPU-Dreherzahl halt lieber eher niedrig, sodass die Dinger zwar wärmer wurden, wie gesagt, hier teilweise 80 Grad, aber Hauptsache, man hört den Lüfter nicht. Der dreht dann erst hoch, wenn er die 90 Grad oder 100 Grad hat. Wobei du den Laptop dann teilweise nicht mehr anfassen kannst. Weil das Ding hat ein Voll-Alu-Gehäuse. Das heißt, du spürst diese 80 Grad auch. Also, du spürst nicht direkt die 80 Grad, aber du merkst schon, dass das Ding warm wird. Und gerade wenn du das Ding irgendwie eine Weile auf dem Tisch hast, das Ding dann ordentlich warm wird. Oh, er ist fertig. Da. Das Ding dann ordentlich warm wird. Und es dann auf einmal, ne, wenn du so zu Hause bist, das heißt jetzt ohne dich gerade unbedingt eine Hose trägst, sondern jetzt, weiß nicht, blankes Bein hast, also vielleicht noch mit Haut drüber, aber ansonsten halt direkt, ne, direkt dein Fuß, dein Bein und den Laptop einfach von dem Tisch auf deinen Schoß packst. Digga, da brennst du dir fast alles weg. Also ist schon heftig, würde ich jetzt sagen. Heftig. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir wollten in den Server. So, durchgestartet ist der Server schon mal. Das heißt, wir besuchen den jetzt auch mal. Du kannst eigentlich wieder weg. Die Mod kann eigentlich auch wieder weg. So. Achso, na gut. Da. Kann es wieder raus. Wir wollten da. Und dann mal schauen, ob wir jetzt die Züge auch bauen können, platzieren können und direkt den ganzen Server schrotten können. Wäre schon geil. So, wir sind, wo auch immer wir gerade sind. Sie sieht gut aus. Nice. Aber nur die eine hier. Müssen wir nicht mehr Züge haben? Wir hatten doch einmal den Shinkansen zugefügt. Und dann, na gut, war ja Mod Trains, ne? Das war die eine Mod. Genau, das ist die Mod. Und wie ist jetzt die andere Mod? Das war das. Achso, genau hier. Na gut, Dependencies. Advanced Threat Internet Lab. Sie sieht doch gut aus. Wie heißt du denn? Schon mal nicht.
Oder konnte er die Mod auch so, nee, geladen hat er die ja. Weil die Abhängigkeiten an sich waren ja, die waren ja erfüllt. Das heißt, er hätte sie nur nicht laden können, wenn es irgendeinen Fehler gegeben hätte, und dann hätte er aber die gesamten Server nicht geladen. Nee. Die Frage ist also, wo sind sie? Ach, die Dinger gibt's ja noch. Ich dachte, die Dinger gibt's gar nicht mehr. Hä? Aber wenn es die gegeben hat, wieso war denn bei uns ein Unknown Block? Dann muss ich mal in meine alten Let's Plays reingucken. Weil ich hatte nämlich. Oh. Hier war ein Unknown Block. Und ich dachte, das war eine von diesen Kisten hier. Aber dann war es ja gar keine von solchen Kisten. Scheiße, was habe ich denn abgebaut? Genauso war auch. Upsala. Genauso war auch. Da hinten war eine Kiste. Also, hier war irgendwas. Was denn auf einmal nur noch ein anderer Block war. Wo ich mir auch die Frage stelle. Was zur Hölle war das bitte? Das macht mir gerade ein bisschen Angst. So, nein. Gut, Twain. Aber ich sehe keine weiteren Twains. Wenn wir jetzt einfach diese 50 Seiten hier durchblättern, dann über sich sowieso. Selbst wenn sie mit drin wäre. So, hier sind nur noch Blöcke. Oh, halt, hier sind wieder Items. Dann auch wieder nur farbige Blöcke. Ne, sehe ich nicht. Die Barke. So, ist da irgendein Fehler drin, der ein bisschen Aufschluss geben kann? Advanced Twins, la, glaube. Ich sehe erstmal nicht, dass er irgendwas nicht laden konnte. Sag mal. Gut, dann müssen wir doch nochmal eine lokale Welt starten. Na komm, meinetwegen. So.
Mind Test, da. Welt, Dwarves, Trains. Und Mods. So, dann kommst da. Du rein und du rein. Beziehungsweise erstmal kommst nur du rein, damit wir den Vorher-Nachher-Vergleich haben. So, gucken wir mal, was wir noch brauchen könnten. Wir brauchen auf jeden Fall noch die Unified Inventory Mod können wir nehmen. Dann, ja, komm, warum nicht? Speichern. So, bis mit, ja, mit dem Kopien ist er fertig. Sehr schön. Dann hat er wieder mit diesem Interlock. Warum hat er mit der Mod jetzt Probleme? Mein Server hat damit keine Probleme. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Aber der Server hat doch schon mein Test 5.4, oder? Ja klar, doch, hat er, klar. Warum auch nicht? Gut, dann habe ich hier sowieso eine kopierte Umgebung. Das heißt, wir können auch einfach mal ein paar Sachen löschen. Weg mit dir. Weg mit dir. Hier sind wir auf dem Server und hier auf der lokalen Welt. Das heißt, hier können wir Sachen löschen. Und zwar, ich lösche dich, dich und dich, glaube. Ihr beide habt davon abgehangen. Ich lösche erstmal nur dich. Intermap. Nee, Quatsch. Interlocking. So, nein. Das da. So, das heißt, jetzt hat er nämlich die anderen beiden Mods nicht geladen hier, weil ne, Abhängigkeit und so. So, gucken wir mal. Advanced Trains. Das sieht jetzt relativ sauber aus. So, und dann schieben wir jetzt noch die andere Mod mit rein. Dich. So, jetzt machen wir mal. So, haben wir jetzt irgendwelche Fehler gehabt? Nö, hat er mit geladen. Das heißt, jetzt müsste ich die auch sehen. Aber ich sehe keine weiteren Wagen. Irgendwas ist hier nicht ganz koscher. Wait a second. Kann es sein, dass die Mod tatsächlich noch so alt ist, dass sie sich an bestimmte Standards nicht hält? Wobei sie hat Dependency, hat sie, Init hat sie und Read Me hat sie. Und mehr braucht man eigentlich nicht. Nee, Description brauchst du nicht. Achso, du brauchst noch diese Mod-Conf, die brauchst du noch, glaube. Dann schieb ich die mal da rein. Mod-Conf. Depends on. Ja, können wir drin lassen. Optional nehmen wir alles raus. Nehmen wir auch alles raus. Lalala. Irgendwie so. So hieß sie doch, oder? E 2 3 J R E. Gut, machen wir. Java Runtime Environment Version 231. Was ein geiler Name. Ja. Beziehungsweise wir können einfach hier den gesamten vollen Namen nehmen. Fuck off. So, schauen wir mal, ob es jetzt lädt. Vielleicht hat die Mod einfach gar nicht geladen, weil die Mod.conf gefehlt hat. So. Nee. Scheint immer noch nichts geladen zu haben. Ich meine, jetzt, wenn ich jetzt hier nach diesem OH suche, wird garantiert nichts Sinnvolles kommen. Nee. Also entweder zeigt er die Züge hier nicht an, oder die Züge werden nicht geladen. Gucken wir mal bei der API. Wo ist denn hier die API? Wahrscheinlich hier drinne. API haben wir nicht. Da steckt wahrscheinlich. Nee, machen wir lieber öffnen. So,
Haben wir hier nur oberflächlich, oder? Register Global? Nein. Register? Nein. Register Komma? Register? Register? Wo ist der Register Twain? Oder wie hieß die? War doch Register Twain oder was war das? Das war... Achso, Register Waggon. Genau, Register Waggon. So, die Funktion müssen wir suchen. Register Waggon. API-Doc. Achso, Waggons. Ah! Verstehe. Waggons. Da. Warum haben die alles Executive-Bit gesetzt? Damn, warum? Ist eine Lua-Datei. Ah, wer weiß. Ich meine, ja, auch Lua kannst du direkt ausführen über einen Interpreter, aber diese Dateien sind dafür nicht gedacht, sondern die sind dafür gedacht, um von Mindtest benutzt zu werden. Also warum haben die das Executive-Bit gesetzt? Das macht in dem Moment Zusammenhang überhaupt keinen Sinn. Egal. Register. Waggon. So. Genau, der hat normalerweise dieses Advanced Trains davor. Das heißt, sie müssten auch darüber zu finden sein. Das heißt, sie sind hier tatsächlich nicht vorhanden. Kannst du machen, was du willst. Nee. Die tauchen hier nicht auf. Okay, dann machen wir es mal anders. Hauptmenü. Dann schieben wir mal beide Mods doch in den genau. Schieben wir mal beide Mods direkt in den Mod-Ordner und gucken, ob die hier überhaupt auftaucht. Ich habe das Gefühl, als wenn die Struktur von der, also als wenn die gar nicht erkannt wird, die Mod, ne? Das meint, dass auf die einfach einen Fick gibt. Und das sehen wir darüber, ob wir sie hier auswählen können. So, Advanced Mod kam war. Und die andere Mod hieß, wie hieß die denn jetzt? Advanced Trains wird. Ja, nee, hieß die eben, die taucht gar nicht mit auf. Nö, die taucht gar nicht mit auf. Das heißt, er kennt die gar nicht. Der erkennt die Mod nicht als Mod. Ach, nee, der hat einfach nur Scheiße, na. Was hat der denn hier gemacht? Wow. Ja. Dann habe ich sie ja doch gesehen. Dann war das die hier. Gut. Dann, ja. So, okay, also jetzt haben wir sie schon mal drinne. Und jetzt. Ne. Weißt du was? Ich schieb das schon mal hier mit rein. Und guck, ob er sie als Submod erkennt. Weil vielleicht hat er einfach Probleme mit der Zugehörigkeit, mit dem, genau, ist er drin. Mit der Benamung, weißt du? Was ich meine? Wahrscheinlich nicht. Die taucht einfach nicht auf. Das ist doch bescheuert. Schade eigentlich. Ich meine, gut, wir haben jetzt zumindest den Shinkansen, ja, aber wäre halt auch schön, wenn wir die Mod hier drin haben. Und ich verstehe nicht, warum man die nicht lädt, ohne auch nur annähernd einen Fehler irgendwie rauszugeben. Weil er sagte nicht mal was mit irgendwie, nee, ich will nicht, weil kein Bock und so. Ja. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Gucken wir mal. Advanced Trains. Steht aber nicht, wie die Dinger hinzugefügt werden. Guide to the train. Type of trains. Lua user developer.
Ah, ne, Developer Reference brauchen wir nicht. Wir brauchen ein Guide. Content, DB, Garantie, Wilberska, Disco. Nee, das ist ja. Das hier bräuchte man höchstens. Ja. Die Mopex heißt natürlich leer, genau. Depends, Saturn's Transit Init Lib. Und die haben wir ja beide. Ah, das ist bloß die Datei, die wir gerade schon geöffnet hatten. Und ansonsten gibt es halt noch Init. Wisst ihr was? Ein Test, um zu gucken, ob die Datei wirklich aufgerufen wird, ist ganz einfach in die Scheiße reinschreiben. So, ob wir richtig online sind? Ja. So, dann sollte ihr jetzt das Spiel nicht starten können. Nö, kannst du auch nicht. Okay, das heißt, die Datei wird tatsächlich aufgerufen. Was? Das da. Nur warum macht die dann nichts? I don't get it. Also die Datei wird auf jeden Fall geladen. Das heißt, diese Befehle werden auch auf jeden Fall aufgerufen. Aber sie erscheinen einfach nicht bei mir im Inventar. Und das ist mir ein Dorn im Auge. Oder... Das wäre natürlich jetzt traurig, wenn die nur im Kreativmodus zu sehen sind. Oh! Ja gut, das heißt, sie waren die ganze Zeit da, sie sind aber nur im Kreativmodus. Hä, aber wieso denn nur im Kreativ... Haben die kein Rezept? Die haben echt kein Rezept. Okay, das hätte mir auch durchaus schon früher einfallen können. Dann haben die einfach nur kein Rezept die ganze Zeit. Bäh. Gut, dann ja. Das war ja... Komm, entfernen. Brauchen wir nicht. Das heißt, dann sind die auf meinem Server wahrscheinlich auch schon die ganze Zeit drauf gewesen. Ups. Ja gut.
So. Ja, die waren ja auch schon die ganze Zeit mit bei. Ach Leute. Ihr macht euch Gaga. Jetzt habe ich eine halbe Stunde lang rumgesucht, obwohl ich schon die ganze Zeit da waren. Das ist dezent deprimierend. Dass man manche Sachen immer nur mit Kreativmodus im Kreativmodus sieht. Was jetzt? Ach nee, das war richtig. Das hier war falsch. Was? Danke. Ein kleines E vergessen. Was? Ja, gut. Dann hat es ja doch funktioniert. Dann haben wir jetzt auch wieder Züge hier. Yay! Was habt ihr eigentlich für Rezepte? Okay. Ja, also muss ich mal gucken, ob ich denn hier selber Rezepte gebe. Weil, ich meine, gut. Man kann sowieso keine Züge platzieren, soweit ich weiß, weil man dafür gar nicht die Privilegien hat. Das heißt, ich bin sowieso der Einzige, der Züge platzieren kann. Und, ich habe ja kreativ, wenn ich möchte. Von daher, ist das eigentlich auch eher so sekundär interessant. Aber, gut zu wissen. Wobei dann sowieso die Frage wäre, ob wir einen Shinkansen benutzen oder... Na, wobei so ein Shinkansen ist vielleicht ein bisschen lang. Ja, wobei der E231 ist auch ein bisschen lang, weil der ist auch dafür gedacht, dass er mindestens 8 oder... Ich weiß nicht, hat der 8 oder 10 Wagen? Auf jeden Fall ist er hier für unsere kleinen Bahnhöfe viel zu lang. Ja. Aber der Shinkansen, der ist einfach mal gleich mal nochmal länger. Der, wenn der da bis zum Ende ist, dann wäre er auch gleichzeitig noch bis zum anderen Ende der gesamten Strecke. Also. Ja. Genau. So, na gut, dann haben wir ja, ja. Dann haben wir das schon mal gemacht, schon mal geschafft, erledigt. Kannst du weg. Ich brauche mal nicht mehr. Auch weg. Auch weg, auch weg. Bin ich jetzt gerade? Auch weg. Genau. 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 Immer diese Hochkantbilder. Was ist das für ein Bild? Warum gibt es ein Bild, wo man nur die Haare sieht? Das macht überhaupt keinen Sinn. Warte mal ganz kurz. Nächstes Hintergrundbild. Ah, direkt gut getroffen. Das ist ein Bild. So macht man das. So. Genau. Ja, dann würde ich mal sagen, das sollte mit der Folge auch schon gewesen sein. Ja, wir haben gut was geschafft. Eigentlich nicht allzu viel, aber immerhin etwas. Das ist also schon mal mehr als gar nichts und damit genug. Würde ich jetzt so sagen. Ja. Genau das. Okay. Okay. Ja. Gibt's noch was? Nö, ne? Eigentlich nicht. Okay, dann sollte die Folge, nachdem die jetzt schon eine absolute Überlänge hat, Digga, wir haben 59 Minuten. Holy shit. Die Folge ist ein bisschen lang geworden. Aber gut, war ja auch, die letzte halbe Stunde war ja sowieso geschenkt. Ja, von daher. Man sieht sich. Und dann würde ich mal sagen, man sieht sich.